Wir mussten mal. Ja, warum Igel? Ich sag, da bin ich ja fast. Ich würde gerne sagen, bitte einmal kurz. Ja, ich glaube, das waren 1500, hätte es gelesen. Meine 1700 oder nicht? Ich weiß nicht. Ganz lange her, auf jeden Fall. Fürstlich war ja ein eigenständiger Fürst. Und der Fürst von Wald war am Jagen gewesen, als seine Herrschaft. Und die haben da Gottes Geist bebt noch, die Welt ist verschaut, wer wirklich glaubt. Komm auf uns, seht noch. So ist es, genau so ist es. Und hier ist es halt einfach komplett auf Bundesebene gedacht. Das hat sich einfach nur vergrößert. Aber das ist auch wunderbar. Und die Iren haben damit so große Erfolge erzielt, dass wir einfach gesagt haben, 2018 war es, wir probieren das. Jünger als er ist eh als er gestorben am Alkohol. Das Gewissen. Gerade so etwa Linie, weil sie tiefen laufen. Hier. Denk dran, hier, Kölner Keller. Ja. Videoassistent, hier. Genau, genau. Das ist für Leute, die Rainer Hesse, als Kreistagsvorsitzender repräsentiert man die Demokratie auf Landkreisebene. Was können Sie von dieser Ebene sagen zum Thema Demokratie in Fragestellung, Demokratiegefährdung, Anfeindungen, Schwierigkeiten? Haben Sie da auch Beispiele? Ja, ich glaube, jeder Kommunalpolitiker kämpft für seinen Ort, für seinen Ortsbeirat, im Ortsbeirat, für seine Stadt, für seine Gemeinde. Und wir machen das ehrenamtlich. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, wenn man dann eingefeindet wird, weil wir manchmal demokratische Entscheidungen treffen, die wir dann auch nach außen hin vertreten müssen. Und ich glaube, wenn wir auf dieser Ebene unsere Demokratie gefährdet wird, ich komme aus Frankenberg, wir hatten unseren Bürgermeister Rüdiger Hess, der Polizeischutz fast brauchte, weil er angegriffen wurde, weil man ihm Drohbriefe geschickt hat. Und da ist, glaube ich, in den letzten Jahren etwas passiert, was wir vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch nicht hatten. Also der Henning hat es eigentlich schon gesagt, miteinander im Diskurs, im Gespräch bleiben. Und ich möchte auch nochmal sagen, was Demokratie eigentlich bedeutet. Demokratie heißt Diskurs, Demokratie heißt miteinander reden, Demokratie heißt streiten um die beste Möglichkeit. Du hast gerade so schön gesagt, Jürgen, manche zweifeln an unserem Staat. Ich glaube nicht, dass jemand manche zweifeln an unserem Staat. Die Reichsbürger, ja. Aber ich glaube, der Normalbürger zweifelt nicht an unserem Staat, sondern er verzweifelt manchmal an der Politik, weil vielleicht das ein oder andere nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Deswegen ist das Zuhören so wichtig und auch gucken, was kann man vor Ort besser machen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, auch wenn wir, glaube ich, oder viele davon genervt sind, dass Politiker sich, egal auf welcher Ebene, sich streiten und das manchmal dann auch in die Presse kommt, natürlich ist das irgendwie, ich sage das jetzt mal ganz banal, nervig, aber das sind auf Bundesebene jetzt beispielsweise drei verschiedene Fraktionen mit drei verschiedenen Inhalten. Und dass man da um die beste Lösung streitet für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, ist eigentlich selbstverständlich. Deswegen haben die sich zusammengetan, um die besten Lösungen in der Demokratie für Deutschland zu erringen.